Ja, also ich habe den Glauben an die Menschheit zwischenzeitlich einmal verloren gehabt. Fast. Nein, ich habe nie verloren, aber ich habe schon ganz schön viel umeinander gezweifelt an der Menschheit, weil ich mir gedacht, das kann aber nicht sein. Sind die alle deppert oder bin ich der Einzige, der irgendwas checkt oder schnallt? Und es ist nicht so. Wir sind alle gleich, wir sind alle programmiert, wir sind alle zubereitet oder vorbereitet oder einfach wegbereitet, um zu funktionieren. Die Frage ist, wer funkt und wer ist Zion? Funk, Zionieren. Und dann ist mir klar geworden, wir schlafen einfach alle. Die Menschheit schläft und Maya, die Maya nannten sich ja auch Maya, weil Maya in diesem angloamerikanischen Kontext so viel bedeutet wie Illusion. Also die Illusion des materiellen, des Daseins etc. Das heißt, wir alle sind Maya, wir alle sind Illusion und wir schlafen. Wir wurden einfach eingeschläfert. Und das ist schon ziemlich lang her, als die Menschheit in einen Tiefschlaf versetzt wurde. Und jetzt geht es einfach darum, dass dieser natürliche Aufwachprozess des Kollektivs natürlich von ein paar Kräften, von ein paar Strömungen dazu genutzt wird, sie in einem gewissen Schlaflevel zu halten. Da gibt es also diese Tiefschlafhalter, dann die Schlafwächter, die Trancebegleiter, die Alpha-Zustandsüberprüfer, und die Aufwachhelfer. Und dann gibt es die, und die glaube ich, die warten alle auf uns, die schon immer da waren und da sind und da sein werden, wenn wir wach sind. In dem Augenblick, wenn wir feststellen, wow, geil, die sind ja da. So wie Eltern, die am Bettrand sitzen, wenn ihr Kind aufwacht und es dann einfach so weiß, boah, ich bin noch gar nicht richtig wach. Ha, aber schön, dass jemand da ist, den ich kenne. Und ich weiß, dass die da sind. Und wir sind da. Und es geht jetzt einfach nur darum, den Menschen auch die Zeit zu lassen, wach zu werden. Aufzuwachen. Und zwar in ihrem Tempo, nicht mit dem Wecker. Also die am allerlautesten jetzt momentan rumbrüllen, das sind die im Prinzip die Hilflosigkeit und scheinbare Wahllosigkeit der Masse nutzen und ja, das Massenbewusstsein nicht verändern, sondern einfach nur umrühren, wie da hinten die Hähner. Na, wenn du in den Hähnerstall reingehst, dann gackern alle rum, dann gehst du raus und nach 10 Minuten hat sich alles beruhigt und was bleibt übrig? Hähner. Ja, also da wird sie nicht recht viel tun. Und natürlich finde ich es gut, wenn jetzt. Oder gut, schlecht, ich finde es gar nicht. Es ist okay, wenn sich immer mehr Menschen jetzt einfach auf die Straße stellen und sagen, hey Leute, wir wollen nicht mehr. Es reicht, aber es sind halt die, die rumgackern, die schreien 2 Stunden, dass es reicht, dann gehen sie ins Wirtshaus und sagen, dass sie auf der Demo waren und gesagt haben, das reicht. Und ja, und dann reicht's wieder und dann gehen sie dann genauso weiter. Also es ist einfach wichtig, dass du dich selbst als Individuum, als freier Mensch, als selbstdenkendes Wesen, fragst, in welchem Aufwachzustand du dich gerade befindest. Bist du im Halbschlaf? Träumst du noch? Bist du schon so im Rüberswitchen in die tatsächliche Wirklichkeit? Weil Realität, wie der Name schon sagt, ist ja das, was vom All zurückkommt über deine Taten. Re, zurück. All, das Weltall und die Tat, die Taten, die Tät, die Tat, die Realität. Das heißt, also alles, was ich sehe, kommt zurück, das steckt in dem Wort drin und es ist meine Realität. Es gibt keine Realität. Insofern ist es eine Wirklichkeit, die wir uns verwirklichen. Aha, der Gong sagt, ja, das passt und jetzt tu weiter. Okay, die wir verwirklicht haben und somit eine Einheit, eine Wahrheit miteinander erzeugen, die uns allen zum Frieden gereicht. In diesem Sinne, Namaste, ich muss jetzt einen Geschirrspüler ausräumen, weil sonst komme ich mit meiner Tagesaufgabe.
frage ich nicht nach. Wir sehen uns vielleicht später nochmal. Ich lasse das jetzt dann mal hoch, gell? Ciao, servus.